Friends und willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Ich hoffe natürlich, dass es euch allen gut geht. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ich könnte euch mal wieder Storytimes vorlesen. Also die habt ihr mir auf Instagram zugeschickt und ich werde sie einfach anonym vorlesen bzw. euch vorstellen. Ich will, um ehrlich zu sein, auch nicht so lang herumlabern, deswegen können wir eigentlich auch direkt starten. Ich würde mich auf jeden Fall super freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben geben würdet und mich abonnieren würdet, falls euch dieses Format gefällt. Und dann mache ich das öfters, ja? Aber ihr müsst mir dann auch zeigen, dass euch solche Videos gefallen. Also bitte, entweder abonniert mich, schreibt einen Kommentar oder gebt mir ein Like, weil sonst werde ich das nicht checken. Ich werde alle Stories in der Ich-Perspektive erzählen, also seid bitte nicht verwirrt. Und wie immer sind auch alle Namen erfunden und anonym. Hey, mein Name ist Mia, ich bin 12 Jahre alt und ich würde euch gerne eine lustige Geschichte aus der Grundschule erzählen. Zu dem Zeitpunkt war ich ungefähr in der 3. Klasse und 8 Jahre alt und es ist einfach etwas so unfassbar Lustiges passiert und meine Freundin und ich lachen bis heute darüber. Es war in der großen Pause und ihr müsst wissen, dass ich so einen Crush auf einen Jungen hatte. Wir nennen ihn jetzt einfach mal Joshua und ich habe halt immer versucht, mit ihm irgendwie Zeit zu verbringen. Er hatte nicht wirklich Interesse an mir oder zumindest dachte ich das. Und ich wollte trotzdem irgendwie seine Aufmerksamkeit bekommen, deswegen habe ich ihn mal geärgert. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist das Ganze einfach so unfassbar peinlich gewesen. Auf jeden Fall habe ich halt versucht, auch in dieser einen Pause wieder näher an den Rand zu kommen und habe ihm gesagt, dass seine Mütze hässlich aussieht. Natürlich dachte er sich einfach nur sowas wie, hä, was zum Teufel will das Mädchen jetzt von mir, und ist einfach weggegangen. Also es hat ihn gar nicht gejuckt. Und ich, die natürlich Aufmerksamkeit von ihm brauchte, hat diese Mütze dann einfach geklaut bzw. weggenommen. Wie ein bescheuertes kleines Kind bin ich dann durch die Pausehalle gerannt und vor ihm weggerannt. Und natürlich, wie ich es wollte, ist er mir dann gefolgt, weil er wollte ja seine Kappe wieder haben. Ihr müsst wissen, dass wir während der Schulzeit das Schulgelände nicht verlassen durften, weil dann haben wir richtig viel Ärger bekommen. Und unser Schulgelände war so umrandet mit Bäumen und Büschen. Ich bin dann wie so eine Bekloppte immer und immer weiter weggerannt, bis ich dann schließlich am Ende des Schulgeländes war und einfach nicht mehr weiter konnte und er mich erreichte. Selbst als er mich gefangen hatte, wollte ich ihm seine Kappe nicht zurückgeben, deswegen habe ich sie in die Luft gehalten und zu dem Zeitpunkt war er halt noch kleiner als ich, deswegen konnte er sie nicht erreichen. Und statt mich dann lieb zu fragen oder irgendwas anderes zu unternehmen, um diese Kappe wiederzubekommen, hat er mich einfach in den Busch geschubst. Und ihr müsst wissen, hinter dem Busch war so ein Abhang, das heißt, ich bin einfach diesen Hang runtergekullert. Irgendwie bin ich dann auch noch richtig dumm umgeknickt, dass ich mir meinen Fuß wehgetan habe. Am Ende hat sich herausgestellt, dass er gebrochen ist und ich habe angefangen so sehr zu weinen, weil es richtig wehgetan hat und ich nicht mehr aufstehen konnte. Mein Crush war einfach so schockiert, dass er wie angewurzelt dastand und sich einfach nicht bewegt hat. Und meine Freundinnen kamen angerannt und haben das Ganze gesehen, weshalb sie dann eine Lehrerin gerufen haben. Und die Lehrerin hat dann auch einen Krankenwagen gerufen, weil das Ganze wohl so schlimm aussah. Ich glaube, mein Fuß ist richtig dick und blau geworden. Als ich dann im Krankenhaus war, wurde mir einfach gesagt, dass mein Fuß operiert werden muss, weil irgendwas mit dem Gelenk nicht in Ordnung war und es nicht mehr sauber zusammenwachsen würde. Deswegen sei eine Operation notwendig. Einfach nur, weil ich diesem Jungen eine Kappe geklaut habe. Mir war das Ganze so peinlich, dass ich meinen Eltern auch nicht erzählen konnte, warum ich da jetzt genau hingefallen bin oder was da genau passiert ist. Und ich wollte niemandem erzählen, wie ich mich verletzt habe, weshalb meine Ärzte auch richtig besorgt waren. Generell habe ich einfach im Krankenhaus so viel Drama geschoben wegen gar nichts und ich hatte das Gefühl, ich kann meinen Crush nie wieder in die Augen schauen, weil es mir einfach so unfassbar peinlich war. Die ganze Nacht habe ich geheult und am nächsten Tag früh war dann auch schließlich die Operation, weshalb ich in die Narkose gesetzt wurde. Vollnarkose war das tatsächlich. Und als ich dann aufwachte, stand tatsächlich mein Crush neben mir. Ich war so schockiert. Meine Eltern waren da und seine Eltern waren auch da und er stand da mit einem Blumenstrauß, den er mir gegeben hat und entschuldigte sich dafür, dass er mich den Hang runtergeschmissen hatte. Meine Eltern waren richtig sauer auf ihn, weil sie irgendwie dachten, der Junge hätte mich unter Druck gesetzt, damit ich das Ganze nicht erzähle, obwohl es mir einfach zu unangenehm war, dass er seine Kappe weggenommen hat, weil das hat er tatsächlich seinen Eltern nicht erzählt. Er hat einfach nur zugegeben, dass er mich verletzt hat. Ich fand das so unfassbar süß von ihm und ab diesem Zeitpunkt war ich einfach noch viel mehr in ihn verknallt und ich habe ihn einfach so toll gefunden. Aber trotzdem sind wir leider nie zusammengekommen. Mittlerweile bin ich auch schon über ihn hinweg, es ist ja auch schon viele Jahre her und meine Freunde und ich können heutzutage einfach nur darüber lachen, weil das einfach so dumm ist, die ganze Geschichte. Das war die erste Story von einer Zuschauerin von Instagram und ich würde sagen, wir gehen direkt weiter zur nächsten. Und zwar geht es einfach darum, wie ein Mädchen von ihren Freundin die Eltern dabei erwischt haben, wie sie haben. Auch diese Story werde ich in der Ich-Perspektive erzählen, also seid gleich nicht verwirrt.
Hey, mein Name ist Anna, ich bin 17 Jahre alt und als ich ungefähr 14 Jahre alt war, ist mir etwas richtig Schlimmes und Peinliches passiert. Ihr müsst wissen, ich hatte eine beste Freundin, die ein bisschen weiter weg gewohnt hat, deswegen haben wir uns nicht allzu oft gesehen, aber wenn wir uns gesehen haben, dann habe ich auch bei ihr übernachtet. Und eigentlich sind ihre Eltern getrennt, aber trotzdem verbringen sie ab und zu Zeit miteinander, halt aber für die Kinder, dachten wir zumindest. An dem Wochenende bin ich also zu meiner besten Freundin gefahren und wir haben uns auch einen richtig coolen Plan gemacht, was wir alles machen wollten. Und zwar wollten wir am Nachmittag zusammen shoppen gehen und ins Kino und am Abend haben wir dann tatsächlich noch einen Film zusammen geschaut. Aber trotzdem waren wir so müde, dass wir am Ende früher ins Bett gegangen sind. Mitten in der Nacht habe ich aber meine Periode bekommen, was ich gemerkt habe und deswegen musste ich so schnell wie möglich auf die Toilette. Aber zu dem Zeitpunkt war leider ihr Bruder in dem Bad von den beiden, deswegen musste ich in den anderen Teil des Hauses, wo ihre Mutter eigentlich schläft und dort wusste ich, dass auch eine Toilette da ist, also bin ich dorthin gegangen, was normalerweise auch kein Problem ist. Die Gänge waren nur leider so dunkel und ich war richtig müde, weshalb ich aus Versehen die falsche Tür aufgemacht habe. Und zwar nicht die Tür zum Badezimmer, sondern die Tür zum Schlafzimmer der Mutter. Ich gehe also in dieses Zimmer rein und denke mir, es ist das Badezimmer, als mir plötzlich auffällt, dass von dem Bett aus so komische Geräusche kommen. Zuerst dachte ich, der Mutter geht's nicht so gut oder so, weil sie sich so komisch im Bett bewegt hat und deswegen bin ich schnell zu ihr gegangen, weil ich ihr helfen wollte, als mir dann plötzlich aufgefallen ist, dass dann auch noch ein anderer Mann in diesem Bett ist. Als ich das Ganze bemerkt habe, war es leider auch schon zu spät, weil ich hatte Augenkontakt mit der Mutter und ich habe so sehr geschrien und bin einfach nur rausgerannt. Es war so eine komische Situation. Ich habe zwar nicht erkannt, wer genau der Mann ist, aber auf jeden Fall war die Mutter und dieser Mann halt nackt und lagen aufeinander. Es war also ziemlich offensichtlich, was sie da gerade machen und ich bin dann schreiend zu meiner Freundin gelaufen, habe sie sofort aufgeweckt und natürlich alles erzählt. Im Nachhinein tut es mir irgendwie voll leid, dass ich das der Freundin gesagt habe, weil es ja ihre eigene Mutter und für sie ist es wahrscheinlich nochmal viel schlimmer, auch wenn sie das Ganze nicht gesehen hat. Aber trotzdem war es in dem Moment besser für mich. Meine beste Freundin hat dann versucht, mich zu beruhigen. Sie fand das Ganze tatsächlich ziemlich lustig. Und ich würde gerne nochmal dazu erwähnen, wie gesagt, wir wussten nicht, wer dieser Mann ist, weil ich das nicht richtig erkannt habe. Am nächsten Tag kamen dann die Mutter und der Vater in unser Zimmer und haben gesagt, sie müssen mal mit uns reden. Ich habe gefragt, ob ich rausgehen soll, weil ich dachte, das wird jetzt ein Familiengespräch oder so. Aber sie meinten, da ich das Ganze ja sowieso mitbekommen habe, könnte ich auch mit dabei sein. Es stellte sich heraus, dass der Mann, mit dem die Mutter geschlafen hatte, tatsächlich nicht irgendein Mann war, sondern der Vater meiner besten Freundin. Und das Komische an dieser ganzen Sache ist, dass sie sich vor 4 Jahren getrennt haben und seitdem eigentlich richtig schlecht verstanden haben. Aber meine beste Freundin hat mir dann tatsächlich erzählt, dass sie sich in letzter Zeit wieder gut verstanden hätten, aber sie wäre selbst niemals darauf gekommen, dass die wieder zusammen sind. Die Mutter und der Vater haben es dann schließlich doch der Tochter erzählt, dass sie wieder zusammen sind und dass sie das Ganze nochmal versuchen wollen. Und tatsächlich, 2 Jahre später haben sie wieder geheiratet. Am Ende hatte das Ganze also ein gutes Ende bzw. einen schönen Schluss. Aber trotzdem, bis heute bin ich so traumatisiert davon, weil es war richtig schlimm für mich. Und vor allem, ich kann der Mutter nicht mehr in die Augen schauen, weil es mir so peinlich ist, immer noch, bis heute. Meine beste Freundin fand das Ganze aber einfach nur lustig und lacht mich jedes Mal aus, wenn wir darüber sprechen. Die nächste Story handelt einfach von einem Mädchen, welche sich in ihren eigenen Lehrer verliebt hat und deswegen ganz komische Sachen gemacht hat. Wie gesagt, diese Story werde ich auch wieder in der Ich-Perspektive erzählen, also seid gleich nicht verwirrt. Hey, mein Name ist Miriam, ich bin 23 Jahre alt und diese Story handelt von mir, wie ich meinen Freund kennengelernt habe, welcher damals mein Lehrer war. Zu dem Zeitpunkt war ich 17 Jahre alt und ich ging in eine Oberstufe, also aufs Gymnasium. Und wir hatten einen neuen Lehrer an unserer Schule, welchen wir dann auch in Englisch bekommen haben, da wir einen Lehrerwechsel hatten. Die ganze Schule sprach nur von ihm, weil er einfach so unfassbar gut aussah und vor allem auch noch richtig jung war. Sehr viele Mädchen aus unserer Stufe hatten auch einen Crush auf ihn, aber sie hätten natürlich niemals daran gedacht, irgendwas zu versuchen, weil er ja schließlich ein Lehrer war. Am Anfang hat der Lehrer mich nicht mal interessiert, aber nach einem halben Jahr habe ich auch angefangen, einen Crush auf ihn zu entwickeln. Natürlich war es am Anfang nur ganz leicht, bis es immer und immer stärker wurde. Und das Problem dabei war nicht nur, dass er mein Lehrer war, sondern auch, dass ich zu dem Zeitpunkt eigentlich einen Freund hatte. Ich weiß nicht genau, wie der Freund das herausgefunden hat, aber es war wohl sehr offensichtlich, dass ich einen Crush auf ihn hatte, denn er hat mit mir nach kurzer Zeit Schluss gemacht. Natürlich war ich traurig darüber, da ich mit ihm 3 Jahre lang in einer Beziehung war, aber wie gesagt, hatte ich mich ja in meinen Lehrer verliebt gehabt, weshalb ich es jetzt auch nicht so schlimm fand, also er hat jetzt nicht mein Herz gebrochen.
Dieser Crush, den ich auf meinen Lehrer hatte, wurde nur leider immer und immer stärker, bis ich schließlich richtig in ihn verliebt war und an nichts mehr anderes denken konnte. Ich versuchte auch immer, so viel Zeit wie möglich mit ihm zu verbringen. Ich gab sehr viele meiner Hausaufgaben ab und nach jeder Stunde fragte ich ihn nach irgendeinem Rat, beziehungsweise, dass ich halt einfach länger im Klassenraum mit ihm bleiben konnte. Und ihm fiel wohl auch sehr schnell auf, dass ich einen Crush auf ihn hatte, denn er meinte, dass das nicht so weitergehen würde und fragte mich, ob das denn stimmen würde. In dem Moment gestand ich ihm meine Liebe und er war richtig schockiert und meinte, dass das so nicht geht. Ab dem Zeitpunkt versuchte er Distanz zu mir aufzubauen und das tat wirklich so unfassbar weh für mich, weil er mich halt immer und immer wieder abwies und auch wenn ich ihn nach Hilfe fragte oder so, gab er die mir einfach nicht mehr, obwohl er mein Lehrer war. Ich gab trotzdem nicht locker und versuchte es immer und immer wieder und auch während seiner Freizeit bzw. halt außerhalb der Schule versuchte ich immer und immer mehr Kontakt zu ihm aufzubauen und in seiner Nähe zu sein. Letztendlich weiß ich nicht, wie ich es genau geschafft habe, aber irgendwann gab er zu, auch Gefühle für mich zu haben und da eine Beziehung zwischen einem Lehrer und einer Schülerin nicht möglich sei, meinte er, wir müssen warten, bis ich mit dem Abi fertig bin. Mit 18 machte ich meinen Abschluss und am selben Tag, wo ich die Schule verließ, kamen wir tatsächlich auch zusammen und es war wirklich der schönste Tag meines Lebens. Die ersten 2 Jahre hielten wir aber tatsächlich unsere Beziehung geheim, damit niemand was davon mitbekommen würde. Selbst meinen besten Freunden musste ich verschweigen, dass ich mit meinem Lehrer zusammen war. Wäre das Ganze doch rausgekommen, wäre es sehr schlimm für meinen Freund gewesen, weil er dann Probleme mit dem Jugendamt bekommen hätte, weil eine Beziehung, wie gesagt, zwischen einem Lehrer und Schüler strengstens verboten ist. Mittlerweile sind wir tatsächlich glücklich verheiratet und ich bin auch schon mit unserem ersten Kind schwanger. Trotzdem haben wir nie jemanden erzählt bis heute, dass wir zu dem Zeitpunkt schon zusammen waren. Ihr seid tatsächlich die Ersten, die von dieser Geschichte erfahren, weil ich ja anonym bin und mir dabei nichts passieren kann. Und es ist einfach so ein Gefühl der Erleichterung, da ich es endlich aussprechen kann und die ganzen Jahre verheimlichen musste. Ich konnte nicht mal mit meinen besten Freundinnen darüber reden. Das war die letzte Story von einer Zuschauerin. Ich würde gerne nochmal dazu sagen, dass es einen Grund gibt, warum in Deutschland und auch in vielen anderen Ländern Beziehungen zwischen Lehrern und Schülern verboten sind. Auch wenn es in dieser Geschichte gut ausgegangen ist und ein Happy End ist, heißt es noch lange nicht, dass diese Beziehung in Ordnung ist, beziehungsweise in allen Fällen gut verläuft. Deswegen passt bitte auf euch auf, weil ich will auf keinen Fall, dass euch irgendwas Schlimmes passiert und ihr es am Ende bereut. Ich wünsche euch sonst noch einen wunderschönen Tag. Ciao!